willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bahnmeister, bitte schön. Willkommen, ladies and gentlemen, tanti saluti a tutti i personi d'Italia. Herzlich willkommen im Nachtwerk zum dritten Bahn Grand Prix hier in München. Ich habe eigentlich gedacht, nachdem das hier der dritte Grand Prix ist, dass ich mich schon ein wenig sicherer auf den Beinen fühlen würde. Dem ist nicht so, aber ich habe das große Glück, dass an meiner Seite stets eine Assistentin ist, und zwar die bezauberndste, die ich je kennengelernt habe. Bitte einen Riesenapplaus für meine Assistentin Brigitte Pardon. Aus der Schweiz eingeflogen, meine Brigitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Wahlen Grand Prix, ich glaube, jeder von Ihnen weiß mittlerweile, was dahinter steckt. Heute Abend werden es 12 Interpreten sein. Es waren über 150 Einsendungen. Daraus mussten wir dann heraussuchen, wer die 12 sind, die an diesem heutigen Abend auftreten werden. Die Creme de la Creme des deutschen Schlagers, wenn Sie heute Abend hier auf dieser Bühne zum Gesicht und vor allen Dingen zum Gehör bekommen. Jetzt reicht natürlich für so eine immens groß und perfekt ausgeläutete Bühne natürlich nicht nur eine Assistentin, so hübsch sie auch ist, und nicht nur so ein kleiner Moderator, wie ich es bin. Da gehört natürlich noch wesentlich mehr dazu. Und ich möchte jetzt auch in den letzten Jahren wieder die James Blas Combo bei mir herzlich begrüßen. Die James Blas Combo mit James Blas an der Spitze, unser Bandleader. Außerdem Eddie van der Helm an der Gitarre. Dann kommt zu uns auf die Bühne Eddie van Dijk am Schlagzeug. Und aus Frankreich Albert Leger am Bass. Wir werden heute Abend die musikalische Untermalung für unsere Interpreten bieten. Und für dieses Jahr gibt es eine Neuerung zum allerersten Mal auf der Bühne. Unsere Tanzkombo und auch Background-Chor, die Posy Singers. Daniel, Eki, die Gabi, Hugo und Hans-Dietrich, die Posy Singers. Und dann fehlt uns natürlich noch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil eines solchen riesigen Großereignisses. Und zwar brauchen wir natürlich jemanden, der dort seinen schützenden Schirm über die ganze Veranstaltung hält, ein sogenannter Schirmherr. Wir haben es geschafft, drei Schirmfrauen aufzutreiben. Und ich bin wirklich wahnsinnig stolz, mit denen auf einer Bühne stehen zu dürfen. Ich bitte um einen ganz, ganz großen Applaus für die wirklich nicht unbekannten Jakob-Sisters inklusive ihren Mädels. Ich glaube, die Hunde sind am allerwenigsten aufgeregt von uns allen, aber ich schätze es Ihnen da. Jetzt habe ich hier ein Fleck-Original von den Jakob-Sisters. Ich glaube, also als Schirmherrinnen seid ihr eigentlich dazu verpflichtet, ein paar Worte an unser ausgezeichneten Punkt. Also ich muss mich echt bedanken, es ist so toll, wenn man rauskommt und dann so wahnsinnig gefangen wird. Und es ist echt ein echter Applaus, wenn nicht irgendwie sowas Falsches, sondern echt vielen, vielen Dank ohne Vorhinein. So, und jetzt die Jakob-Sisters, ich nehme euch mal den Schirm ab, dass ich den mal nehme, auch wenn das nicht mein Amt ist. Freunde, wir haben uns natürlich riesig gefreut, dass Sie uns ausgesucht haben, heute den Schirm über die neuen Schlager, über die Schlagertalente und natürlich über Sie alle zu halten. Denn es ist so, dass der Nachwuchs, der Schlager, doch immer wieder was Neues bringt, Schwung und natürlich auch eine Weltkarriere, meine Damen. Was sagst du? Und heute
verrückt. Aua. Irre, schrille, romantische und tolle, einmalige Schlagwelt. Sie hat geschafft. Viel Erfolg und einen Riesensprung für eine Riesen-Weltkarriere. Okay. Dank an die Jakobsister, dass darf ich auch haben. Ich war auf die zwei davon geschickt, aber die ist schon wieder hinten verschwunden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind die Jakobsister und wir haben sie versprechen gehört und werden sie später auch noch singend auf dieser Bühne live erleben. Und bevor wir jetzt richtig loslegen können mit dem Grand Prix, ist noch eines ganz wichtig, was ich vorher noch anmerken möchte, und zwar die Abstimmung. Wenn alle 12 Interpreten hier durch die Bühne durchgegangen sind, ihren Beitrag abgeliefert haben, dann ist es bitte ganz, ganz wichtig, dass sie möglichst schnell ihren Abstimmungszettel ausfüllen. Bitte nur ein Kreuz auf ihren Zettel und dann so möglichst schnell, wie es nur irgendwie geht, nach links, nach rechts rausgeben zum Westteam bzw. zu den Grand Prix, dass wir dann möglichst schnell diese Zettel haben und sie vor allem nicht auswerfen können. Ich werde das später noch einmal sagen, falls man es vergessen sollte, während diesen wunderbaren Vorträgen hier von der Bühne kommen. Also ganz wichtig, Zettel möglichst schnell ausfüllen und von Anfang an richtig zuhören, weil ihre Stimme zählt und ist wichtig. Und damit wären wir eigentlich soweit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Wahlrubin kann also beginnen und ich darf die Startnummer 1 des heutigen Abends ankündigen.